Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ein Stück weit eine Fortsetzungsdebatte von gestern. Wir haben gestern über das Thema Demografie diskutiert und uns ausgetauscht und sprechen heute über einen anderen Teil dieser Entwicklung, nämlich die Frage, wie geht unsere Gesellschaft mit der immer stärkeren Belastung der Familien um? Wie geht die Gesellschaft damit um, dass sich Familien anders verstehen? Wie geht die Gesellschaft damit um, die höhere Beschäftigungsquote bei den Familien zu akzeptieren und möglich zu machen? Das ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die jeder hier im Munde geführt hat und führt. Wenn ich jetzt meine Debattenvorredner gehört habe, drängt sich mir so ein bisschen der Eindruck auf, es hat hier ein Bündnis gegeben mit GRÜNEN und CDU, in denen sich nicht die positiven Teile der beiden Fraktionen verbunden haben, sondern wir haben eine ideologisierte Familienpolitik vorgetragen bekommen, und wir hören ansonsten hier ideologisierte Öko- und Energiepolitik. Das hat sich hier in diesem Landtag verbunden, und das ist nicht gut für unser Land. Ich habe gestern gesagt, wenn man einen Nachweis will, dass diese Landesregierung eigentlich keine Lust mehr hat zum Regieren, dann kann man diesen Bereich der frühkindlichen Bildung herausgreifen. Wo sind im Koalitionsvertrag die Vereinbarungen in diesem Bereich? Wo sind die Investitionen? Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und könnte sagen, Herr Bocklet, warum rede ich eigentlich hier stundenlang in diesem Plenum auf Sie und die Union ein und versuche Ihnen deutlich zu machen, dass die Familien nicht die Bittsteller des Staates sind? Und dass die Familien den Staat nicht ausbeuten, sondern dass die Familien die tragende Säule sind, die diese Gesellschaft tragen, und nicht die Bittsteller, die bei Ihnen auf Knien um Unterstützung flehen müssen. Nehmen Sie die Familien endlich einmal ernst. Und jetzt schauen Sie sich einmal an, warum die Einkommenssteuer steigt. Jetzt schauen Sie sich einmal an, was Familien an Einkommen erwirtschaften, was oftmals die Frauen an zusätzlichem Einkommen erwirtschaften, das, wenn es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gäbe, gar nicht erwirtschaftet werden könnte. Und nur weil die Kommunen 12% der Einkommensteuer haben und nicht mehr, und der Großteil der Einkommensteuer eben nach ins Land und in den Bund fließt, ist das für die Kommunen ein Minusgeschäft. Und dieses Hin- und Herschieben von Geld, und immer wieder das Reduzieren der Debatte auf Geld, das wird den Familien und dem, was Sie für dieses Land leisten, einfach nicht gerecht. Und das hören Sie damit auf. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Familien sich überlegen würden, ich würde vielleicht weniger arbeiten, ich würde vielleicht mehr zu Hause bleiben, ich würde vielleicht in der Familienphase mal 3-4 Jahre mich ganz rausnehmen. Aber wie wollen Sie denn im Rhein-Main-Gebiet mit so einer Haltung sich eine Eigentumswohnung oder ein Reihenhaus noch finanzieren? Sie haben doch als Familie ein Abwägungsbedürfnis. Sie haben doch nicht einfach, ich hätte es gern so und mache es, wie ich will, sondern Sie haben einfach Zwänge. Und in diesen Zwängen ist unsere Aufgabe, den Familien zu helfen, sie zu unterstützen. Und dazu gehört nun einmal, dass wenn ich mein Kind in eine Kindereinrichtung gebe, dass ich davon ausgehen muss, dass es optimal betreut wird, dass die Bildungschancen stimmen, dass mein Kind vernünftig aufgehoben ist. Und das ist unsere Aufgabe. Und die restliche Debatte ist verfehlt. Und, lieber Kollege Bocklet, wenn Sie heute mit einer Familie sprechen, mit dem durchschnittlichen Einkommen, die 2 oder 3 Kinder haben, und die liegen meistens nur 2, 3 Jahre auseinander, und dann hat diese Familie ein Kind in der Krippe, eins in der Kindertagesstätte und ein Kind in der Betreuung. In der Krippe zahlt es 300 €, in der Kita 250 und in der Tagesbetreuung vielleicht 120.
Das ist eine immense Summe, die eine Familie aufbringen muss. Natürlich ist das eine immense Belastung. Und wenn man weiß, dass durch die Vorgaben der Kommunalaufsicht und die nicht ausgeglichenen Haushalte viele Kommunen in den letzten Jahren völlig überdurchschnittlich, wenn man sich die anderen Jahre anguckt, diese Gebühren angefasst haben und dass sie Geschwisterregelungen herausgestrichen haben oder abgeschwächt haben. All das wissen wir doch. Und darum ist es nicht so leicht, dass man sich hier hinstellt, die Finanzierung eines Kita-Platzes ist kein Problem in Hessen. Selbstverständlich ist es ein Problem in Hessen. Und liebe Kollegen von der SPD, ich weiß, dass das bei Ihnen gerne geführt ist, die Systemdebatte. Die Systemdebatte. Lassen Sie sich doch mal nicht in die Systemdebatte reinziehen, sondern überlegen Sie sich objektiv, was können wir tun? Was können wir tun, dass die Kinder in Hessen, die in die Einrichtungen gehen, für die wir als Landesgesetzgeber auch Verantwortung tragen, dass die dort gut aufgehoben sind und gute Bildungschancen haben? Das ist doch die zentrale Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und da ist es natürlich so, wir können nicht unendlich viel Geld auf einmal ausgeben. Und darum ist es notwendig, Schwerpunkte zu setzen. Und unser Schwerpunkt wäre die Verbesserung der Qualität. Ich komme Ihnen entgegen und sage, das, was Sie hier angeführt haben bei den Gebühren, das müssen wir natürlich ernst nehmen, im Auge behalten und auch die Fehlentwicklungen bekämpfen. Aber wenn wir Geld in die Hand nehmen und wenn wir sagen, wir möchten eine stärkere Entwicklung, und auch da muss ich Ihnen sagen, Herr Schäfer-Gümbel, aus unserer Sicht gibt es Kindertagesstätten, die sind schon Bildungseinrichtungen in Hessen. Aber die allermeisten sind auf dem Weg dahin, Bildungseinrichtungen zu werden. Und darum haben wir noch eine Aufgabe, diesen Kindertagesstätten das zu ermöglichen. Wir müssen das ermöglichen. Und da spielt natürlich die finanzielle Ausstattung eine Rolle. Da spielt der Schlüssel der Erzieherin eine Rolle. Und wenn ich den Bildungserziehungsplan in den Mund nehme, dann weiß ich natürlich auch, dass dort ganz andere Betreuungsschlüssel gefordert sind, sondern ich muss den Kindertagesstätten eindeutig das Signal geben, wir sind auf dem Weg, und jedes Jahr gehen wir ein Stück in der Qualität weiter, dass die pädagogischen Konzepte vor Ort, dass die guten Weiterentwicklungen vor Ort, dass die vorangehen können. Und natürlich müssen wir den Kommunen die Angst nehmen, dass das alles auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Weil sonst werden die Bürgermeister in Hessen sich querstellen und sagen, das kostet mich ja alles nur Geld. Darum muss ich auch als Land in der Lage sein, zu sagen, wir unterstützen die Kommunen bei den Betriebskosten, und zwar deutlich mehr, als dass wir das bis jetzt machen. Und darum bin ich auch der Meinung, dass dieser Punkt im SPD-Antrag absolut richtig platziert ist. Wir können nur den Schulterschluss zwischen Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, den Kommunen und dem Land. Und alle vier brauchen wir als positive Akteure, damit die Einrichtungen zur Bildungseinrichtung, flächendeckend zur Bildungseinrichtung werden können. Und diese vier Akteure, natürlich auch noch die freien Träger dazu, die brauchen wir, um voranzuschreiten. Und da brauchen wir einen Schulterschluss und nicht das, was leider hier im Land auch gerne gemacht wird, das Schwarze-Peter-Spiel. Die Kommune macht nicht genug, das Land macht ja alles, der Bund müsste mehr machen, sondern die Frage ist, wie können wir uns anstrengen, was gemeinsam zu tun? Und da kommt die Landesregierung ins Spiel. Diesen Schwerpunkt, den Sie in Ihrer Politik setzen, welchen eigentlich? Ich sehe keinen Schwerpunkt. Ich sehe nur, dass Sie das wichtige Thema frühkindliche Bildung überhaupt nicht auf Ihrer Handlungsagenda haben. Das spielt bei Ihnen keine Rolle. Das liegt vielleicht daran, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, die großen Themen in Ihrem Land zu erkennen. Das kann sein. Obwohl wir Ihnen regelmäßig an dieser Stelle Hinweise geben. Oder es liegt einfach daran, und da glaube ich natürlich auch ein Stück weit dran, dass Sie das nicht wollen, weil das nicht in Ihr ideologisches Konzept passt. Und das ist heute bei der Frau Mißmann wieder deutlich geworden. Und ich appelliere noch einmal an Sie. Es geht nicht um Ideologie. Und glauben Sie nicht, dass jede Familie, die ihr Kind in die Kinderkrippe bringt, das macht, weil sie das für die beste Idee hält, sondern es ist ein Abwägungsprozess, den jede Familie für sich, und das ist nicht die Aufgabe von Ihnen oder des Staates an sich, jede Familie muss für sich den Abwägungsprozess treffen, wie kann ich an dieser Stelle die Herausforderung als Familie bewältigen, die Herausforderung der Erziehung meines Kindes
Und dann kann es auch sein, dass die Lösung ist, ich muss sogar mein Kind schon mit 0 Jahren, also zwischen 0 und 1 Jahren, die Kinderkrippe geben. Und dann ist das von uns nicht zu bewerten und zu verurteilen. Oder jemand, der sagt, ich möchte dieses Kind, ich bleibe zu Hause, ich nehme Einschnitte in meine finanziellen Möglichkeiten wahr, weil ich es zu Hause erziehen will. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, diesen Familien das zu ermöglichen. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatten werden wir noch oft hören, das verspreche ich Ihnen, weil das ist eine entscheidende Frage für dieses Land. Das wird auch eine Frage sein, die in der Zukunft dieses Landes eine zentrale Rolle spielt. Welche Chancen haben unsere Kinder? Und das ist eine Frage, der wird sich die FDP stellen. Und ich sehe, dass das eine breite Debatte auch für den Wahlkampf werden. Das kann ich Ihnen versprechen. Diese Frage können Sie nicht ausweichen als Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es ja nicht die erste Debatte über die Fragestellung von frühkindlicher Bildung, von der Fragestellung von Finanzierung von Kindertagesstätten, der Fragestellung von Entlastungen von Eltern, aber auch die Ermöglichung von Wahlfreiheit. Nur eines ist relativ neu, obwohl es immer wieder dargestellt wird. Wer Familien sozusagen darstellt, als würde die Landesregierung oder die sie tragenden Fraktionen sie als Bittsteller ansehen, der weiß in der Tat nicht, wovon er redet, Herr Kollege. Er weiß nicht, wovon er redet. Und ein solch verqueres Familienbild, das hier an dieser Stelle gezeichnet wird von Ihnen, ist auch nicht Gegenstand der Politik, die diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Weil auf der einen Seite am Schluss die Fragestellung, Wahlfreiheit zu ermöglichen, aber den Einstieg so zu wählen, zu sagen, wir müssen den Familien die Betreuung ihrer Kinder ermöglichen, damit sie letztendlich arbeiten können und Einkommen erwirtschaften können und anderes mehr, widerspricht sich in sich selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das werden wir gerne auch immer wieder und immer weiter diskutieren an dieser Stelle. Zweiter Punkt. Das ist ja jetzt ein spannender Antrag, den uns die SPD-Landtagsfraktion vorgelegt hat. Wirklich spannend. Er kann im Prinzip nur entstanden sein aus einer Laune heraus, ein Wunschkonzert mal aufzuschreiben und dieses zu präsentieren. Ja, eine Laune heraus, Herr Kollege Rudolph, eine Laune heraus, weil was an dieser Stelle fehlt, an jeder Stelle fehlt, ist auch nur der Hauch von Seriosität in diesem Antrag, meine Damen und Herren. Der Hauch an Seriosität in diesem Antrag. Und ich sage das an dieser Stelle schon noch einmal ganz bewusst, um an einem Beispiel das zu machen. In Ihrem gesamten Antrag und in Ihrer gesamten Begründung, von der Überschrift angefangen bis hin bis zum letzten Satz, nehmen Sie Eltern und Kommunen und anderes in den Mund und schreiben es auf. An einer einzigen Stelle mit einem kleinen Teil erwähnen Sie diejenigen, die über 50% der Kinderbetreuung in Hessen überhaupt sicherstellen. Das sind die freien Träger, das sind die Kirchen, das ist die Diakonie, das ist die Caritas, das sind die freien Träger an keiner Stelle in Ihrem Antrag, an einem einzigen Punkt erwähnt. Wer meint, dass an dieser Stelle eine Thematik so angegangen werden kann, der ist schlicht und einfach falsch gewickelt. Und insofern ist das ein Wunschkonzert aus einer Laune heraus. Und wir haben eine Aufgabe, das sehr viel realistischer zu sehen. Und wir müssen auch sehen, welche Spielräume uns eben gegeben sind. Und dann geht es eben nicht alles auf einmal. Quantität und Qualitätssteigerung, Entlastung der Kommunen und Entlastung der Eltern. Ja, das kostet alles Geld. Aber das soll das Land ja ganz lapidar aus Mehreinnahmen und aus dem KFA letztendlich dann finanzieren. Ich habe gestern mit großem Interesse den Schwerpunkttag in HR Info gehört, habe Herrn Rudolph gehört, der erklärt hat, durch den Länderfinanzausgleich und die entsprechende Reform wird ja sehr viel Geld in die Kassen gespült. Was er nicht gesagt hat, ist, dass das frühestens ab 2020 passiert. Frühestens im Jahre 2020 passiert. Und wenn wir das heute auf das Jahr 2017 mal runterrechnen, will ich Ihnen an dieser Stelle sagen, was das bedeutet, was Sie schlicht und einfach hier haben. Wenn Sie in die letzte Statistik hineinschauen,
vom Statistischen Bundesamt und für 2016 sehen, wie die öffentlichen Ausgaben für Kindertagesstätteneinrichtungen gewesen sind. Dann sind es für Hessen insgesamt im Jahre 2016 1 Milliarde 878 Millionen gewesen. Jetzt schauen Sie sich Ihren Antrag an. In Ihrem Antrag, in Ihrem öffentlichen Ausgaben, da sind die privaten Träger an dieser Stelle gar nicht mit berücksichtigt, die noch eine entsprechende Ausgabe haben. Und jetzt schauen Sie sich Ihren Antrag an. Jetzt sagen Sie, wir wollen, dass das Land 2/3 dieser Kosten übernimmt. Bei 1,9 oder 1,8, das ist dann leichter zu rechnen, Milliarden Euro, sind das ohne die freien Träger alleine für die Fragestellung der Entlastung der Kommunen 1,2 Milliarden Euro. Dazu kommen dann noch die Entlastungen durch die Elternbeiträge, die, wenn man sie hochrechnet, auch wenn man sie sehr konservativ hochrechnet, noch einmal eine Größenordnung zwischen 500 und 600 Millionen Euro beinhalten. Das bedeutet, alleine dieses Wunschprogramm, das in diesem Antrag hier aufgeführt ist, beinhaltet locker und leicht mal 1,8 Milliarden Euro Mehrausgaben zur Finanzierung, lapidar bunt angeführt und sonst gar nichts angeführt und dabei noch keine Investitionskosten. Das ist unseriös, das ist falsch und das ist schlicht und einfach Sand in die Augen der Bevölkerung gestreut. Und dann sieht man, und man sieht es ja, Herr Schmidt, wie laut Sie auf einmal werden, wie nervös das ist, weil Sie irgendwann als Haushaltspolitiker sich hier hinstellen müssen und müssen sagen, wie das ist. Das Zweite ist, dass eine ganze Reihe von Umstellungen in diesem Antrag gefördert werden, sei es die Landesförderung weg vom Kind hin zur Gruppe und gleichzeitig über ein größeres Maß an Gerechtigkeit gesprochen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer das macht, fördert Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten. Die Lebensverhältnisse in unseren hessischen Kindertageseinrichtungen sollen eine gleichermaßen gute Qualität aufweisen. Und deswegen ist aus gutem Grund der Zuschuss auch kindbezogen ausgestattet und nicht gruppenbezogen ausgestattet. Und mit der Subjektförderung ist schlicht und einfach die Konzentration auf das einzelne Kind, auf das einzelne betreute Kind gegeben. Und auf dieser Grundlage wird dann auch eine kindbezogene Fördergerechtigkeit hergestellt, weil für jedes Kind wird nach Alter und Betreuungszeit überall im Land die gleiche Fördersumme ausgezahlt. Und die Förderung gilt unabhängig von der Einrichtungsart, auch ob Kindergartenkinder beispielsweise in Krippen betreut werden. Würden wir der Forderung der SPD nachkommen, gruppenbezogen zu fördern, würden diejenigen profitieren, die in einer nicht vollbesetzten Gruppe sind. Das kann überhaupt nicht gerecht sein. Es wird zu unterschiedlichen Lebensverhältnissen in Hessen führen, so etwas umzusetzen. Und das ist dann halt ein großes Problem, wenn jemand hier zu einem solchen Thema spricht, der sich nur oberflächlich mit der Materie auseinandersetzt, zwar man weiß, dass es einen Evaluationsbericht gibt, aber diesen Evaluationsbericht wahrscheinlich noch nicht einmal richtig gelesen hat, weil der größte Teil findet die jetzige Ausgestaltung recht. Und ich zitiere, weil Herr Schäfer-Gümbel ja auch zitiert hat im Evaluationsbericht auf der Seite 250 den Teilnehmer einer Fallstudie, der sagt, da, wo Kinder sind, da sollte das Geld hinfließen, und da, wo die Kinder nicht sind, da sollte das Geld nicht hinfließen. Das ist für den Steuerzahler, der ich ja auch bin, total richtig. Und das machen wir mit unserer kindbezogenen Förderung und nicht mit einer gruppenbezogenen Förderung. Auch die in der Begründung aufgestellten Behauptungen, dass es betriebswirtschaftliche Zwänge durch die kindbezogene Landesförderung gibt, stimmt nicht. Ich kann nur wiederholen, was gesagt worden ist. Die Betreuungsmittelwertsysteme oder die Betreuungsmittelwerte setzen nicht die Anreize, Betreuungszeiten zu reduzieren. Ganz deutlich sagt der Evaluationsbericht, es sind keine entsprechenden Reduktionen von Betreuungszeiten vorgenommen werden. Vielmehr haben die Träger überwiegend eine Orientierung an den oberen Grenzen und nicht an den unteren Grenzen vorgenommen. Und dann kommt man eben neben den Zahlen noch einmal die Fragestellung von schrittweiser Beitragsfreistellung durch das Land. Wir müssen, wenn wir uns auch die aktuellen Studien und die aktuellen Diskussionen verfolgen,
auch die Analysen, die von den Ihnen so oft zitierten Bertelsmann-Stiftung und anderen Bereichen ins Feld geführt werden, müssen wir drei Dinge unterscheiden. Und das findet sich, denke ich, auch in dem Antrag der Koalitionsfraktion richtigerweise wieder. Wir haben nach wie vor einen sehr regional differenzierten Bedarf an Betreuungseinrichtungen. Das stellt sich in Ballungsräumen sehr viel anders dar als in ländlichen Räumen. Aber das, was wir im Bereich der unter dreijährigen Betreuung in den letzten Jahren geschaffen haben, kann sich sehen lassen in Hessen. Wir sind in der Zwischenzeit in einem guten vorderen Feld aller Länder, wenn man die westlichen Bundesländer zu Rate zieht. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil das ist alles noch nicht gesagt worden. Wir haben in den letzten 7 Jahren über 300 Millionen € in den Ausbau investiert. Auch dieses darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Deswegen brauchen wir den quantitativen Ausbau. Und wir brauchen als Zweites den qualitativen Ausbau. Und wer die Forderung erhebt, Qualitätspauschalen in Kindertagesstätten wie die BEP-Pauschale abzuschaffen, der geht nicht in einen Qualitätsfortschritt, sondern der geht in einen Qualitätsrückschritt hinein, meine Damen und Herren, weil gerade die BEP-Pauschale das Gerüst für Qualität ist. Und an dieser Stelle werden wir es ausbauen. Und wir sind auch sehr dankbar, dass in einem großen Umfang die Kindertagesstätten sich in der Zwischenzeit auf der Grundlage des BEPs orientieren und weiter voranarbeiten. Und das Letzte ist, natürlich müssen wir auch sehen, welche Belastungen mit Kinderbetreuung bei Eltern einhergehen. Deswegen werden wir in dem Rahmen, wie wir finanzielle Verantwortung tragen, auch überprüfen, wo wir weitere Entlastungen vornehmen können. Aber es geht nur in dem Dreischritt Quantität, Qualität, Entlastung. Und das ist verantwortungsbewusstes Handeln. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. So, ja, Herr Kaufmann, Sie können ja auch nach vorne kommen, können auch etwas Qualifiziertes sagen, wie zum Flughafen. Ich bin immer gerne bereit, mit Ihnen zu diskutieren. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wollte gerne noch einmal im Nachgang zu der Aussprache jetzt 4 kurze Punkte ansprechen, die mir wichtig sind. Erstens, Frau Wissmann, es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren. Ich werde das gerne weitergeben an Herrn Merz. Ich frage mich nur bei der grundsätzlichen Widerspruch, den Sie heute hier zu diesem Thema angemeldet haben, ob Sie diese Rede auch am 6. Juli 2013 auf dem CDU-Landesparteitag hier in Hessen gehalten haben. Ich verstehe nämlich nicht, wie der Ministerpräsident an diesem Tag, und zwar unter dem tosenden Beifall des Parteitags, Bouffier ruft kostenlose Kindergärten als Ziel aus, wie sich das verträgt mit dem, was Sie heute hier vorgetragen haben, indem Sie das ja grundsätzlich im Kern infrage gestellt haben. Und deswegen will ich schon einmal darauf hinweisen, Sie haben ja bei einer Veranstaltung von Verdi vor wenigen Tagen davon gesprochen, dass die Vorstellung der SPD zur kinderfreien Bildung im Kindergartenbereich eine Schnapsidee sei. Ich will daran erinnern, dass diese Schnapsidee vertreten wurde vom hessischen Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden vor der Landtagswahl. Danach hat er erklärt, dass das so nicht mehr kommt, sondern dass die LFA-Mehreinnahmen jetzt für Schuldenabbau und für Hochschulen verwendet werden sollen. Vor wenigen Wochen hat er in einem Gesprächskreis zur Finanzwirtschaft in Frankfurt erklärt, dass man sich wahrscheinlich dem Thema nicht länger verweigern könne. Und in einem Brief vor wenigen Tagen an eine kommunale Gebietskörperschaft hat er wieder auf die kommunale Bedeutung hingewiesen. Also, welche Position haben Sie eigentlich? 5 verschiedene Positionen in 5 Jahren. Wir hätten gerne irgendwann einmal Klarheit bei dem, was Sie eigentlich wollen. Zweiter Punkt. KiföG. Sie haben gefragt, warum. Ich will Ihnen das sagen, weil Ihr eigener Evaluierungsbericht im Kern sagt, ja, es ist mit dem KiföG nicht schlechter geworden. Es gibt zwar keinen Mehrwert, aber es gibt eben mehr Bürokratie. Und der Hinweis des Ministers eben zum Thema BEP und Sondertopf für den BEP, habe ich ja eben schon einmal gesagt, ja, ich habe da auch grundsätzlich nichts dagegen, aber das Problem ist doch, dass Ihre Evaluierung zum Ergebnis bringt. Und damit muss man sich doch beschäftigen, wenn man es ernst nimmt, dass die BEP-Zusatzmittel in den Regelbetrieb laufen, weil sie nicht auskömmlich sind. Dritte Bemerkung.
zum Thema Finanzierung. Das Argument höre ich ja gerne und regelmäßig hier immer wieder. Und Sie können davon ausgehen, dass wir mit Blick auf die Landtagswahl dann sehr konkret sagen werden, wo Schwerpunkte auch sind, jenseits dessen, den wir heute definieren. Und da will ich schon auf ein paar Zahlen hinweisen. Wenn ich mir den heutigen kommunalen Finanzausgleich anschaue und ihn in den Vergleich setze zu dem alten System, dann hätten die Kommunen im Vergleich zum alten, wenn das alte System heute noch gelten würde, zwischen 200 und 300 Millionen Euro mehr pro Jahr. Erster Punkt, jährlich. Zweiter Punkt. Ihre eigene Finanzplanung sagt, dass Sie einmal damit gerechnet haben, 4,7 Milliarden Euro pro Jahr mehr nach Länderfinanzausgleich in der Kasse zu haben zwischen 2012 und 2017. Die neuen Prognosen erklären, es seien sogar 6,7 Milliarden Euro mehr nach LFA. Und ich sage Ihnen, angesichts dessen, was wir hier als Stufenplan vorgestellt haben, kann ich Ihrer Argumentation nun wirklich nicht mehr folgen. Es ist offensichtlich ein Hilfsargument. Weil Sie das, was Ihr Landesvorsitzender und Ministerpräsident vor der Wahl selbst zugesagt hat, jetzt offensichtlich nicht mehr wollen. Anders kann ich es nicht verstehen. Ein bisschen absurd ist Ihr Hinweis zum Thema Landesinvestitionsprogramm für Kommunen, nach dem Motto, es würde übermäßig und vorrangig vom Land finanziert. Kollege Warnecke hat in der letzten Plenarwoche Sie hinreichend belehrt, dass das anders ist. Letzte Bemerkung mit Blick auf die Zeit. Herr Bocklet, ich werde es auch weiter wiederholen, dass aus meiner Sicht Gebührensysteme immer auch eine Bildungsbarriere darstellen. Niemals ausschließlich, aber sie sind immer Teil einer Bildungsbarriere, insbesondere bei denen, die jeden Euro ein- oder zweimal umdrehen müssen. Und zu den Zahlen habe ich Ihnen vorhin einiges gesagt. Und damit komme ich zu meiner allerletzten, etwas persönlicheren Bemerkung, Herr Bocklet. Ja, Sie haben recht. Das, was man vor der Wahl verspricht, sollte man anschließend halten. Das gilt immer. Aber von einem hessischen Grünen lasse ich mir den Vorhalt ganz sicherlich nicht machen. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir wünschen uns sicher alle in diesem Haus, dass alle Eltern den Betreuungsplatz für ihr Kind finden, den sie aus Bildungsgründen oder für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen. Wir alle wünschen uns, dass die Kindertagesstätten in unserem Land qualitativ noch besser werden. Wir alle wünschen uns, dass die Kinderbetreuung für die Eltern möglichst beitragsfrei ist. Ich glaube, da sind wir uns alle in diesem Haus einig. Die Kunst der Politik, meine Damen und Herren, beginnt allerdings damit, aus dem Wünschbaren das Machbare zu machen. Und genau an dieser entscheidenden Schnittstelle, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, genau an dieser entscheidenden Schnittstelle kneift die Sozialdemokratie einmal mehr, indem sie überhaupt keinen Finanzierungsvorschlag für das macht, was sie hier vorlegt. Vier Seiten Antrag im Hessischen Landtag, die nach Berechnungen des Finanzpolitikers der SPD, Norbert Schmidt, 1,3 Milliarden Euro kosten. 1,3 Milliarden Euro kosten, aber keinen einzigen Vorschlag enthalten, wie das zu finanzieren ist. Ein solcher Vorschlag bringt keiner Mutter, keinem Vater irgendetwas, sondern ist reine Symbolpolitik. Und die SPD kneift vor der eigentlichen Herausforderung, die Situation für die Eltern zu verbessern, indem man nämlich beschreibt, wie aus dem Wünschbaren, aus dem Notwendigen auch das Machbare wird. Das ist das entscheidende Defizit der SPD. Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Schmidt? SPD-Oppositionspolitik hier macht. Es ist ja nicht das einzige Feld,
wo Milliardenbeträge versprochen werden, ohne irgendeine Finanzierung. Hier eine Milliarde für die Kinderbetreuung, da eine Milliarde für den kommunalen Finanzausgleich mehr, hier eine halbe Milliarde mehr für den sozialen Wohnungsbau und. Jedem Wohl und keinem Wehe ist aber noch kein Politikkonzept, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie. Und es ist ja ganz spannend, wir erleben heute die dritte Positionsänderung der SPD zum Thema Kinderbetreuung innerhalb von 3 Jahren. Im Wahlprogramm der SPD steht, da haben Sie sich der Mühe der Prioritätensetzung ja noch unterzogen. Im Wahlprogramm der SPD steht, für Sie hat Priorität der quantitative Ausbau und der qualitative Ausbau der Kinderbetreuung, erst dann komme die Gebührenfreiheit. Wahlprogramm der SPD vor 4 Jahren. Vor einem Jahr hat die SPD gesagt, unser Wahlprogramm interessiert uns nicht mehr. Jetzt sagen wir, wir wollen Gebührenfreiheit für die Kommunen und machen einen Vorschlag, dass wir mit 1.000 € die Kommunen entlasten wollen, um so Beitragsfreiheit festzustellen. Dann hat die SPD festgestellt, oh, da gibt es ja immer noch jemanden, der daran auch Kritik übt. Das könnte ja immer noch Mühe für jemanden sein. Also gehen wir jetzt mit unserer Forderung noch weiter und geben jetzt einfach einmal 1,3 Milliarden € ohne irgendeine Finanzierung aus, damit auch allen Wohl und keinem Wehe mehr ist. Das hat doch mit seriöser Politik überhaupt nichts mehr zu tun, meine Damen und Herren. Und Sie müssen es nicht mir glauben, aber Sie glauben es wahrscheinlich Ihrem eigenen Kanzlerkandidaten. Martin Schulz, ich bin so geprägt von Norbert Schmidt, das wirkt einfach, der ist mir hier noch näher. Martin Schulz hat vor wenigen Wochen gesagt, es gibt im Wahlkampf 2 Kardinalfehler, die man machen kann. Der erste Kardinalfehler ist unerfüllbare Steuersenkungsversprechen. Das sei der eine Kardinalfehler, den man machen kann. Und der zweite Kardinalfehler sei unerfüllbare sozialpolitische Versprechen. Lieber stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, vielleicht redest du einmal mit deinem Kanzlerkandidaten, und dann können wir vielleicht über das Thema auch einmal eine seriöse Debatte führen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, dann machen wir es dazwischen. Dann wird es auch ruhiger. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich auf der Tribüne noch begrüßen Stadionpfarrer in der Frankfurter Commerzbank Arena, Herrn Eugen Eckert. Er hat heute Morgen die Morgenandacht gehalten. Herzlich willkommen. So, und jetzt hat das Wort Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann unmittelbar an das anschließen, was Kollege Wagner hier vorgetragen hat und Herr Schäfer-Gümbel. Der Unterschied zwischen dem, was Sie hier machen als Oppositionsführer, und dem, was wir auf Regierungsseite und der Ministerpräsident tun, liegt ein wesentlicher Unterschied. Wir stehen in der Verantwortung, eben genau das zu liefern, was Kollege Wagner eben angemahnt hat, nämlich zu den Wünschen und den berechtigten Wünschen in dem Bereich, über den wir heute diskutieren, müssen wir nicht diskutieren, weil da sind wir, glaube ich, in der Zielsetzung alle beieinander, gehört eben halt auch die Antwort einer seriösen Finanzierung in einem Landeshaushalt. Und ich werde keine Gelegenheit auslassen, darüber zu reden, dass wir, wenn wir über Kinder reden, immer auch darüber reden müssen, was bedeutet das, was wir heute an unseriöser Haushaltsführung haben, für die Generationen später, über die wir heute aber eben reden. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ministerpräsident und wir haben überhaupt nichts zurückzunehmen von dem, was Sie zitiert haben aus dem Landesparteitag 2013. Genau das war nämlich die Antwort des Ministerpräsidenten, zu sagen, ja, selbstverständlich, es ist das Ziel, dass wir zu einer Gebührenfreiheit kommen, aber es ist eben halt auch das Ziel, das so zu tun, dass es verantwortbar ist.
Das ist seinerzeit im Zuge der Debatte über den Länderfinanzausgleich gewesen. Sie wissen, dass es noch eine Reihe offener Fragen dort gibt. Ich nenne einmal das Stichwort Entflechtungsmittel. Da reden wir mal gerade über 160 Millionen €. Ich rede mal gerade darüber, dass wir noch keine Anschlussregelung für die Gewerbesteuerumlage haben. Das heißt, wir haben noch einige Fragen zu beantworten, die Sie offensichtlich nicht bereit sind zu beantworten. Sie machen Wunschkonzert. Das ist Ihr gutes Recht. Aber auch das hat Kollege Wagner eben gesagt, ist mehrfach gescheitert in den jüngsten Landtagswahlen, und das wird auch bei Ihrer Politik scheitern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind ja sogar die LINKEN in Regierungsverantwortung seriöser als Sie, Herr Schäfer-Gümbel. Wenn ich mir anschaue, was so in den anderen Bundesländern passiert, und jetzt wird es schwierig, Frau Wissler, ich nehme das auch irgendwann wieder zurück, seien Sie sicher. Aber wenn ich sehe, dass das Land Brandenburg unter Beteiligung der LINKEN gerade einmal von einer schrittweisen Reduzierung spricht und dort die Sozialdemokraten sagen, wir müssen über Qualität in erster Linie reden, finde ich das bemerkenswert. Wenn wir in Mecklenburg-Vorpommern, da regieren die LINKEN Gott sei Dank nicht, sehen, dass es dort um eine Reduzierung in der Großen Koalition, Herr Schäfer-Gümbel, von 50 € monatlich geht, und es jetzt schon wieder die Sorge gibt, dass die Kita-Gebühren entsprechend angehoben werden, dass bei den Eltern am Ende nichts bleibt. Wenn ich sehe, dass drei Bundesländer solche Regelungen schon wieder zurückgenommen haben, Schleswig-Holstein diskutiert gerade ohne die SPD darüber, dass das dort gezahlte Erziehungsgeld weitestgehend aufgefressen worden ist durch Gebührenerhöhungen bei Kindertagesstätten. Und, meine Damen und Herren, wenn ich mir dann anschaue, was Thüringen macht, da sind die LINKEN in der Mitverantwortung, da redet man jetzt einmal tatsächlich über das letzte Jahr, das beitragsfrei gestellt werden soll, dann zeigt das eins, Herr Schäfer-Gümbel. Außer Ihnen, offensichtlich, außer Ihnen sind alle anderen dabei, zu seriösen Lösungen zu kommen. Das, was Frau Wiesmann erklärt hat, im Blick zu halten, nämlich, dass wir zunächst einmal eine quantitative Versorgung brauchen, dass wir eine qualitativ gute Versorgung brauchen, was übrigens auch bedeutet, Qualität im Sinne von Flexibilität für Eltern und die unterschiedlichen beruflichen Ansprüche, die Eltern nun einmal haben, und eben drittens dafür zu sorgen, dass es zu einer seriösen Finanzierung kommt. Und Herr Bocklet hat doch völlig recht. Wir werden gerne bei jeder Gelegenheit über die Finanzausstattung der Kommunen reden. Sie haben vom Finanzminister vor wenigen Tagen gehört, welchen Erfolg wir mit unserer Schutzschirmpolitik haben. 3 Milliarden € hätten wir nicht machen müssen, machen wir aber, um den Kommunen zu helfen, vor allen Dingen denen zu helfen, die schwierige Ausgangssituationen haben. Wir werden eben nicht das machen, was Sie tun. Hier einmal 1,3 Milliarden € mehr für Kinderbetreuung. Herr Rudolph wirft einmal irgendwo zwischendrin, ich glaube in einer Fernsehtalkshow, so eine Milliarde ins Geschäft, die wir einfach einmal on top auf den kommunalen Finanzausgleich rechnen. Kolleginnen und Kollegen, nur dass es jeder weiß, die SPD steht für Mehraufwand von 3,3 Milliarden € per annum. Und wenn Sie sagen, das sei seriös, und wenn Sie sagen, es sei klug, unseren Kindern solche Bürden und Lasten auf die Schultern zu legen, dann halten wir das für falsch. Wir machen eine andere, eine verantwortliche Politik mit Blick auf kommende Generationen, Herr Schmidt, und das sollten Sie als Haushaltspolitiker, glaube ich, auch weiterhin zumindest versuchen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP. Gott, oh Gott. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Wagner, Herr Boddenberg, vielleicht versuchen Sie noch einmal, das eigentliche Thema in den Blick zu nehmen. Es geht um die Kinder in unserem Land und deren Zukunft. Und es geht nicht um Totschlagargumente oder was in einer anderen Ecke in unserem Land passiert, sondern es geht um unsere originäre politische Verantwortung gegenüber der Zukunft der jungen Menschen in unserem Land. Dann bitte sprechen Sie auch darüber und hören Sie auf, Nebelkerzen zu werfen. Und ich kann wirklich sagen, Herr Wagner, wenn Sie sich hier vorne hinstellen und sagen, wünscht ihr was, wünscht ihr was, wünscht ihr was, wer soll es bezahlen? Bei allem Respekt, dieses Land hat die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Jeder neue Bericht, den wir bekommen, sind noch höhere Steuereinnahmen. Wir wissen allerdings auch, dass, wenn wir in den Haushalt schauen,
dieses Thema keine Priorität bei Ihnen hat, weil Sie nicht einmal eine Million mehr dafür haben. Nicht eine Milliarde, nicht kein Euro mehr haben Sie für dieses Thema. Kein Euro mehr. Und darum, wir haben doch die Haushaltsdebatte geführt, als wir 20 Millionen € für mehr Qualität wollten. 20 Millionen € für mehr Qualität in diesem Land, haben Sie gesagt, nein, das lehnen Sie ab. Da haben wir nicht von einer Milliarde gesprochen, da haben wir von 20 Millionen € für mehr Qualität gefordert, mehr nicht. Und da hatten Sie gesagt, das geht nicht. Bei 300 Millionen € weniger Ausgaben an den Flüchtlingen, bei 250 Millionen € Mehreinnahmen als Steuern haben Sie dieses Geld nicht. Das ist bei Ihnen politischer Wille, und alles andere sind Nebelkerzen. Und wenn Sie glauben, dass die Familien in Hessen interessiert, was in Brandenburg irgendwelche Regierungen zu verantworten haben, dann kann ich Ihnen sagen, schreiben Sie es in Ihrem Wahlprogramm, schreiben Sie es in Ihren Wahlkampfflyer, dann kriegen Sie die Quittung dafür. Machen Sie Politik für die Familien in Hessen, dann werden Sie vielleicht auch gewählt, ansonsten werden Sie sicher abgewählt. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Schott für DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist doch tatsächlich so, dass es hier eben nicht um die Frage der Finanzierung geht, sondern um die Frage der politischen Ausrichtung. Wie will man in diesem Land Sozialpolitik und Familienpolitik gestalten? Denn das, was man finanzieren will, kann man in der Regel finanzieren. Und wir haben gerade eine Menge Zahlen gehört und darüber, wo welches Geld wie ist. Ich will noch einmal an ein paar andere Dinge erinnern. Da gab es einmal so etwas wie das Rauswerfen von einer Unmenge Geld an einem Flughafen Calden. Da gab es einmal die Finanzierung der Apps. Da haben Sie keine Skrupel gehabt, noch Geld hinterherzuschieben, als schon längst alle wussten, dass es fragwürdig ist. Da gab es das Kloster Eberbach. Da gab es viele, viele Dinge, die man hier aufzählen könnte. Da, wo ein Wille ist, ein Ding zu finanzieren, wird man einen Weg finden. Und an der Stelle ist es doch die Frage, ob man dann nach Thüringen zeigt. Und dann kann ich doch nur einmal sagen, gucken Sie einmal an, was die für ein Erbe angetreten haben. Und dafür machen die eine gute Politik. Ist doch wahr. CDU-Regierung, sage ich dazu. Und wenn Sie hier von schrittweiser Reduzierung reden, die es in anderen Bundesländern gibt, wir wären doch schon froh, wir hätten eine schrittweise Reduzierung. Und die Aussage, dass Sie irgendwann einmal Gebührenfreiheit wollen, die ist doch schlicht und ergreifend der Zeitgeist, der nicht einmal an Ihnen vorübergegangen ist, weil Sie erkannt haben, dass das die Richtung ist, in die die Politik gehen muss. Nur Sie sind nicht bereit, diese Schritte zu gehen, weil Sie nicht bereit sind, anzuerkennen, dass wir eine Situation haben, in der wir eben diese Kinderbetreuung gut durchfinanziert brauchen. Da kann ich Ihnen nur raten, hören Sie auf die Menschen, die Land auf, Land ab in der CDU unterwegs sind. Hören Sie zu, was die sagen. Fragen Sie in Wanfried nach, fragen Sie im Kreistag Kassel, fragen Sie in Groß-Gerau, fragen Sie in Ringgau, fragen Sie im Werra-Meißner-Kreis, fragen Sie Ihre eigenen Leute, was die von Ihnen erwarten. Und die erwarten, dass Sie endlich dahin kommen, Kindertagesbetreuung ordentlich finanziell auszustatten und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Da ist doch Ihre CDU auf dem Land weiter, als Sie es hier in diesem Haus sind. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 36 und 60 beendet. Ich gehe davon aus, dass der 4949 auch in den Ausschuss geht. Das heißt, die 4917, 4949 in den SIA. Kolleginnen und Kollegen, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk. Betreffend nach schwerem Anschlag in Kabul muss die für heute geplante Sammelabschiebung nach Afghanistan gestoppt werden, Drucksache 4950 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann ist dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 61 mit 5 Minuten Redezeit pro Fraktion. Die Antragsteller, Kolleginnen und Kollegen, haben den Wunsch geäußert, diesen Dringlichen Antrag nach Tagesordnungspunkt 58 aufzurufen. Gibt es dazu Meinungsäußerungen? Kollege Schaus.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute in den Morgenstunden ereignete sich ein schwerer Bombenanschlag in Kabul, unmittelbar in der Nähe der deutschen Botschaft. Kollege Schaus, bitte jetzt nur zur Geschäftsordnung und zur Tagesordnungssetzung dieses Antrags. Frau Präsidentin, ich wollte nur den einleitenden einen Satz sagen, damit es deutlich wird, wo die Agenturen mittlerweile berichten, dass es mehr als 20 Todesopfer gibt und über 300 zum Teil Schwerverletzte. Wir sind der Meinung, dass deshalb die Sammelabschiebung, die heute Nachmittag, heute Abend vom Frankfurter Flughafen aus vorgenommen werden soll, an der auch vier hessische Afghanen abgeschoben werden soll, gestoppt werden soll. Und deshalb haben wir diesen Dringlichen Antrag eingereicht. Wir möchten gerne, und das will ich hier noch einmal begründen, dass dieser Antrag so rechtzeitig hier beraten und beschlossen werden kann, dass eventuell er auch umgesetzt werden kann, noch durch die hier geforderten Maßnahmen, wenn sich eine Mehrheit ergeben sollte. Das bedeutet, dass wir nicht heute am Ende der Tagesordnung diesen Punkt behandeln können, sondern er aus diesen genannten Zeitgründen früher behandelt werden muss. Unser Vorschlag ist, ihn nach dem Top 58 heute Vormittag zu behandeln. Wir sind bereit, unseren eigenen Tagesordnungspunkt, die Große Anfrage Top 8, abzusetzen und an dessen Stelle hier diese Diskussion zu führen. So wichtig ist uns das. Wir wären aber auch bereit, sozusagen einen Kompromissvorschlag zu machen gegenüber den Koalitionsfraktionen nach dem Setzpunkt der GRÜNEN heute Nachmittag, also um 16 Uhr, das ist aber der letztmögliche Zeitpunkt unserer Ansicht nach, hier die Beratung durchzuführen und beantragen deshalb, zunächst das heute Vormittag zu machen, alternativ nach dem Setzpunkt, das ist der Top 39, heute Nachmittag. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Bellino. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Haus hat eben die Dringlichkeit bejaht. Es ist ein Antrag eingereicht worden von den LINKEN, und wir haben gesagt, jawohl, die Dringlichkeit wird bejaht. Wir werden hier nicht in die Debatte eintreten, ob das heute oder morgen oder ein andermal sinnvoll ist, darüber zu debattieren. Da gab und gibt es keine Diskussion. Wir stellen ferner fest, dass sich die Meldungen bezüglich dieses schlimmen Attentats, welches dort zu beklagen ist, derzeit überschlagen. Wir hören alle und lesen alle, was dpa meldet und was wir von anderen Quellen zu berichten haben. Aber derzeit, wie ich bereits sagte, überschlagen sich die Meldungen. Deshalb muss man das auch mit der entsprechenden Ruhe und mit der entsprechenden Würde hier behandeln. Wir wollen nicht, meine Damen und Herren, das Prozedere machen oder darauf zurückgehen, was wir sonst tun, dass wir sagen, Dringlichkeit bejaht, wir machen das am Ende der Tagesordnung, also morgen am Donnerstag 18, 19 oder 20 Uhr. Wir machen das ausdrücklich nicht, um hier auch ein Stück zu zeigen, dass wir nicht nur betroffen sind, sondern dass wir uns mit der Thematik natürlich auseinandersetzen werden. Aber wir sagen auch vor dem Hintergrund, dass sich die Ereignisse permanent überschlagen, dass wir das eben jetzt nicht übers Knie brechen und eben nicht heute Morgen ad hoc auf die Tagesordnung setzen und behandeln, sondern dass wir das heute am Ende des heutigen Tages, also gegen 17, 17.30, 18 Uhr, das haben wir letzten Endes in der Hand, debattieren werden, dann ist der Flieger meines Erachtens noch nicht weg. Und, liebe Frau Kollegin Wissler, ich glaube, das entscheidet auch nicht der Hessische Landtag, ob der Flieger fliegt oder nicht. Das wird in Berlin entschieden. Also, hören Sie auch mit Ihren Zwischenrufen aus. Wir haben auch Ihrem Kollegen Schaus zugehört. Unser Angebot ist, dass wir eben nicht sagen, morgen am Ende der Tagesordnung um 20 Uhr am Donnerstag, sondern dass wir sagen, wir debattieren es heute, wahrscheinlich 18 Uhr. Und damit könnte man eigentlich auch seitens der antragstellenden Fraktion sehr gut leben, liebe Frau Kollegin Wissler. So, Kolleginnen und Kollegen, als Nächstes ist Frau Dorn dran, dann Herr Lenders und dann Herr Rudolph. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin,
Wir haben über dieses Thema ja schon sehr oft hier im Landtag debattiert. Wir sind auch natürlich wieder bereit, über dieses Thema zu debattieren. Morgen haben wir eine sehr ausführliche Debatte insgesamt über Flüchtlinge. Heute können wir auch gerne noch über dieses Thema debattieren. Uns alle berührt natürlich dieser Anschlag sehr. Mein Kollege Holger Bedino hat ausgeführt, was unsere Erwägungsgründe sind, dass wir das heute am Ende der Tagesordnung debattieren sollten. Das ist aus unserer Sicht auch ausreichend. Und insofern lassen Sie uns heute am Ende der Tagesordnung eine Debatte darüber führen. Vielen Dank. Kollege Lenders. Habe ich? Ich habe einen Ton. Wunderbar. Herr Kollege Bellino hat es ja schon dankenswerterweise auch sehr sachlich hier vorgetragen. Dennoch ist es natürlich schon so, dass wir uns jetzt eigentlich nicht mehr darüber streiten, ob wir heute diesen Antrag noch beraten, sondern wir streiten uns eigentlich nur noch darüber, müssen wir ihn eigentlich sofort beraten. Und wenn man sich den Zeitablauf und den Inhalt dieses Antrags mal anschaut, dann kann man schon zu der Auffassung kommen, dass die Entscheidung über den Antrag über das Parlament sehr zügig passieren muss. Und deswegen sagen wir auch als FDP-Fraktion, lasst uns diesen Antrag jetzt sofort beraten, so wie DIE LINKE das vorgeschlagen hat. Ich glaube, dass es inhaltlich richtig ist. Und wenn man allen Argumenten folgen kann, muss man zu dieser Konsequenz kommen. Am Ende ist es ansonsten für die Abschiebungen zu spät. Das kann passieren, dass man in der Tat nichts mehr verhindern kann, dass man den Flieger nicht mehr stoppen kann. Lassen Sie uns das, wenn man das inhaltlich vernünftig debattieren will, macht es keinen Unterschied, aber in der Konsequenz macht es einen großen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt wir diesen Antrag diskutieren. Darum sofort. Vielen Dank. Kollege Rudolph. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Abschiebung nach Afghanistan ist mehr als ein sensibles Thema für uns alle. Das haben wir wiederholt im Landtag diskutiert, ist unstrittig. Wir werden auch möglicherweise weiterhin unterschiedliche Positionen haben. Auch das müssen wir gemeinsam ertragen. Wissen Sie, manche Zwischenrufe sind nicht wirklich intelligent, Herr Kollege Schwarz, meine Damen und Herren. Und bisher waren alle Redner sachlich. Da es heute um eine Abschiebung geht, glaube ich, muss dieser Hessische Landtag sich zeitnah positionieren, auch wenn wir am Ende nicht zur gleichen Auffassung kommen. Und deswegen ist es wenig souverän, von CDU und GRÜNEN zu sagen, wir machen das am Ende der Tagesordnung. Der Hinweis, dass die Presse da nicht mehr anwesend ist, wird sowieso nicht funktionieren. Die sind jetzt garantiert dann auch anwesend. Aber ich finde, das ist auch ein Gebot derjenigen, die anderer Meinung sind, heute demonstrieren wollen, dass man zeitnah sich als Landtag positioniert. Es gibt ein vernünftiges Angebot, das zu machen nach dem Top 58. Wir sind da genauso kompromissbereit, weil ich finde, es steht dem Landtag gut an, sich dazu zu positionieren. Das Spielchen am Ende der Tagesordnung ist diesem sensiblen, wichtigen Thema nicht gerecht. Deswegen unterstützen wir die entsprechenden Anträge der LINKEN. Vielen Dank. Gut, Kolleginnen und Kollegen, dann lasse ich zunächst abstimmen über den Geschäftsantrag der Fraktion der LINKEN, den Tagesordnungspunkt 61 nach dem Top 58 heute aufzurufen. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der LINKEN, Kollegin Öztürk, SPD und FDP-Fraktion. Wer dagegen stimmt, bitte das Handzeichen. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Kollege Bellino und Kollegin Dorn haben den Vorschlag gemacht, den Antrag Tagesordnungspunkt 61 heute am Ende der Tagesordnung aufzurufen. Darf ich fragen, ob damit gemeint ist, vor den Beschlussempfehlungen? Dann lasse ich darüber abstimmen, den Tagesordnungspunkt 61 vor den Beschlussempfehlungen nach Ende der Debatten aufzurufen. Wer dieser Auffassung ist, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen
SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Enthaltungen, die Fraktion der FDP. Dann wird der Antrag 4950 als Tagesordnungspunkt 61 am Ende des letzten debattierten Tagesordnungspunktes aufgerufen.